der Stefan Kirchhoff noch, diesmal fliegt mein Sohn. Der Maschine war gestern der Kilo, der Berg fliegt der Fertig. Kilo, warte mal ganz kurz. Wir wollen mal den Zuschauern das einfach gönnen, wie sich sowas anhört. Das muss man mal live hören, wenn man daneben steht. Ich glaube, ich abgeschaltet durch. Also Leute, Achtung. Wieder ist auch wieder schön. Schon klasse, gell? Das sind da 100 Meter, ich glaube, das ist nicht 400. Das gibt übrigens von der Hans-Dieter Reiser, den ja die Firma Airbus gehört hat, ist aber lang. Fünfzylinderstern. Ja, auch im Modellflug ist da nicht so wichtig. Ich meine, wir haben zwar die sogenannte 25 Kilo Begrenzung. Das heißt, im Modellflug können die Modelle bis 25 Kilo auf dem zugelassenen Platz fliegen. Alles, was die dann auch braucht, ist die Zulassung von Luftfahrt. Habe ich vorhin bereits erwähnt, genau. Und der Piloten ja, wie so hoch da
für die Piloten mit dem Hintergrund, lebe deinen Traum. Ja? Und er hat sich ein Stück seines Traums mit dieser großen Zufall überlegt. Aber wie gesagt, er tritt den Knüppel an den Sohn ab und dann beschrieben eben, dass er kann leben. Was heißt das umgekehrt jetzt formuliert? Das heißt, an jedem von Ihnen gerichtet, wer einer unter Ihnen ist, der kein Jugendlicher ist, der Interesse hätte, mal zu wissen, wie das näher funktioniert. Dann kann er hier gerne mal Lehrer Schüler Betriebsschutz machen und gucken, wer diese trägt. Und wenn er Spaß hat, kann er sogar lernen und braucht kein Geld auszugeben. Wenn er kann, dann kann er Geld ausgeben und dann macht man nichts kaputt. Zumindest man nicht innen. Ja, wir haben eigene Maschinen hier im Verein, wir haben eigene Lehrer-Schüler-Ablagen im Verein. Hier kann jeder, der möchte, gerne auch dann mal lernen. Aber nicht nur das, sondern man lernt ja auch die Technik. Und gerade die jungen Leute heute, es gibt zwar viele Fertigmodelle am Markt, das ist alles fertig und China produziert wie wild. Ja, für kleines Geld, da kann man manchmal das Holz selber nicht verkaufen, kriegt man dann von denen fertige Flugzeuge, aber man darf nicht vergessen, die Fertigung geht auch ein bisschen verloren. Ne? Und wir wollen den Kindern ja beibringen, was wir über Rohre stecken sollen, in einem Selbstverständnis. Da haben wir von alle handwerklichen Berufsgruppen. Und nicht handwerklich auch, da bin ich schon halber Ingenieur. Ich muss dann heute sagen, wenn ich das mache, ich könnte Dachkamm-Ingenieur sein. Das weiß ich, ich konstruiere 3D, ich drucke 3D, das habe ich eben gehört. Kollegen mit einer Boeing-Nase vorne gedruckt. Wir sind Schreiner, wir sind Elektriker, wir sind Maschinenschlosser, wir sind Kunststoffformenbauer, wir sind eigentlich querbeet von allem ein bisschen, weil diese Fertigkeiten muss man haben, wenn man sowas homemade selber machen will. Und das sind spannende Themenbereiche. Physik, Mathematik, all das spielt im Wesentlichen eine Rolle.